Freunde und herzlich willkommen zum einem weiteren Projekt neben Pokémon Gold, nämlich Fußball Team Manager. Die meinen alten Kanal noch kennen, die kennen auch dieses Spiel. Die neu bei mir sind, denen sage ich nur ganz kurz, was hier Fußball Team Manager ist. Das ist ein Online-Browser-Game, ein Fußball-Manager-Spiel halt. Ich werde euch jetzt nicht auf meinen alten Kanal hinweisen, schaut einfach jetzt hier ein bisschen mit. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt und auch ein neues Konto gemacht, wie ihr seht, hier, Bizarro, heißen wir jetzt. Und ja, das Passwort war mir gerade zu mühsam zum Eintippen, deswegen habe ich es mir rauskopiert und füge es gleich mal so ein. Und solltet ihr ein Rauschen hören, was ich habe es ja getestet und das hat eigentlich nicht wirklich gerauscht. Das sollte es doch irgendwie sein, für die high Auflösung, keine Ahnung, haben. Ja, das ist der Ventilator, aber ich habe in der Probe, also ich habe schon eine Aufnahmeprobe gemacht, nur vom Ton und der hat eigentlich gepasst. Also ja, ich logge mich jetzt hier mal ein. So. Wir sind hier, wir haben eine neue Nachricht. Das ist der Administrator, das kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Das schauen wir aber gleich einmal hinein. Administrator, willkommen bei Fußball Team Manager. Pipapo. Pipapilpil. Wir können jetzt einmal, wenn ihr wollt, das Profil ansehen. Das sieht jetzt so aus. Zwei Logins, einmal wo ich mich angemeldet habe und jetzt hier der zweite. Es ist 15.26 Uhr. Ich hoffe, dass ich das heute noch schaffe, rechtzeitig zu rendern, sodass ich um 4:30 herum hochladen kann. Das muss sich einfach ausgehen. Das geht gar nicht anders für mich. Sodass ihr einfach um 5 herum das Video seht. Das muss ich schaffen, ist mein Ziel. Ja, man könnte jetzt hier das Bild ändern und alles. Aber das habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich Lust. Ich will eigentlich richtig schon losstarten. Und wir sind auf dem Liga-Server Sir Bobby. Ich weiß eigentlich von meinen anderen Profilen, dass ich, wenn ich wo war, Yassin oder so hieß der. Gibt's denn auch? Yasser, da. Auf dem war ich früher immer. Ich wechsle da jetzt auch mal hin. Weil ich bilde mir ein, dass das der deutschsprachige war, wo ich immer war bis jetzt. Und Österreich kann man gar nicht wählen, theoretisch. Und Schweiz auch nicht. Ich hoffe, dass wir dann wirklich bei deutschsprachigen sind. Bleiben wir jetzt mal hier auf Yasser oder gehen wir zu Sir Bobby? Bleiben wir jetzt mal hier, weil ich war eigentlich immer auf diesem Server. Aber wenn wir automatisch auf Sir Bobby waren, dann wird es schon passen. Dann gehe ich hier trotzdem nochmal zurück. Sir Bobby. Einfach nur aus Sicherheit, man weiß ja nie. Jetzt müssten wir uns hier mal ein Land aussuchen. Also es gäbe zum Beispiel, ich zeige das einmal, wie das hier so aussieht, Deutschland. Und dann könnten wir uns hier eine Mannschaft auswählen. Und mit der haben wir dann halt vorgeschriebenes Ziel. Hier 9, Wolfsburg hat Ziel 6, Stuttgart hat auch 6, Hoffenheim hat sogar Saisonziel 9, obwohl es kurz vor dem Abstieg waren. Man sieht auch schon abgedatet, Hertha ist zum Beispiel schon in der ersten Liga und so weiter und so fort. Das ist immer am neuesten Stand. Und ja, wir könnten jetzt eben eine deutsche Mannschaft wählen. Das sind sicher ein paar sehr begeistert von, der zumindest der deutschen Zuschauer. Denn Spanien ist natürlich, sieht überall gleich aus im Prinzip. Hier, Getafe, Granada, Villarreal, es ist immer schon abgedatet. Und es ist halt ziemlich schwer, hier eine Top-Mannschaft zu bekommen. Ich hätte gerne eine so mit Saison 7, 9 herum, weil da kann man auch verlieren und man ist nicht gezwungen, Erster zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Man ist nicht gezwungen, weil ich habe jetzt gerade einen Spielstand in meinem normalen Profil bei Real Madrid. Ich muss ja wirklich so gut wie jedes Spiel gewinnen, um Erster zu werden. Und derzeit ist es gut, ich bin jetzt im 20. Spieltag oder so, habe eh noch keine Saisonniederlage, das ist... Ja, ich bin so richtig Pro-Gamer. Aber egal, das interessiert ja hier eh keinen. Also, wir brauchen ein Land. Mein damaliges Projekt, es ist ja schon Jahre her, da war ich noch... Pah, wie alt war ich da? Minderjährig mindestens noch. Waren wir ja in El Salvador. Und jetzt will ich aber schon irgendwas Bekannteres. Also... Ich war ein bisschen überlegen, natürlich die meisten waren mit Deutschland glücklich und ich glaube, ich wäre auch mit Deutschland ziemlich zufrieden. Aber auch Italien wäre interessant, aber da würde ich eigentlich nur Juventus oder AC Milan freiwillig nehmen.
Und nachdem die Top-Mannschaften eigentlich so gut wie immer weg sind, gehen wir lieber nach Deutschland. Dort ist meistens was noch halbwegs Gutes frei. Aus persönlicher Erfahrung. Gut. Ich mache mich natürlich, egal welche Mannschaft ich nehme, ich werde mich bei irgendwem immer unbeliebt machen. Deshalb habe ich eh schon mal Bayern und Dortmund mir eigentlich weggedacht, weil ich, egal wen ich jetzt nehme, irgendwer wäre sofort unzufrieden damit gewesen. Ein HSV oder ein Werder Bremen oder so, das ist eher noch, wo man sagt, ja okay, er nimmt halt eine neutralere Mannschaft, sagen wir es mal so. Ja. Gut. Nehmen wir Werder. Ich meine, der Kader, Big Bang Theory, klingt, Kader sage ich dir, Meisterschaftsname, Big Bang Theory, klingt ganz lustig. Und Saisonziel 9, das kann man auf jeden Fall toppen. Welche Top-Spieler hat man denn da bei Werder? Arnautovic, Hund, ich weiß nicht, dass man Hand spricht. Junusovic, Petersen und Elia, also alle eher offensiv, aber wir haben 31 Spieler. Das heißt, man kann wirklich viel verkaufen und wir haben noch 3 Vorbereitungstage, ein Etat von 1,1 Millionen. Nehmen wir Werder. Ich würde sagen, ganz spontan, ohne dass ich jetzt hier viel herumtue, die Werder nicht mögen, es tut mir leid, ich habe jetzt diese Mannschaft genommen, ich werde jetzt Werder Bremen nehmen. Bremen nehmen. Und ja, ich werde unterschreiben, Freunde. Hui! Ja, wir sind jetzt offiziell Trainer vom SV Werder Bremen. Hier werden wir auch vorgestellt. SV Werder Bremen stellt vor. Spi Cyro. Ja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, als erstes mal kurz die Managerliste ansehen, weil das sehe ich dann... Dann werde ich mir ein, zwei zufällig herausspicken. Ja. Okay, wir haben 2, 3, 4, 5 Türk. Ui, gar nichts deutschsprachiges, nur 666. Du bist ja so lustig. Nee, auf jeden Fall nicht wirklich deutsch. Ich hätte doch zu Jassak gehen sollen, dem Server. Aber egal. Wir bleiben jetzt natürlich hier. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier in einem nicht deutschsprachigen Ding sind, Server. Weil... das Spiel selber bleibt ja deutsch. Gut, was ihr jetzt machen könnt, Freunde, wenn euch das auch interessiert, den Part weiter seht und so, ihr könnt euch auch gerne anmelden. Dann, wenn ihr euch ein Team aussuchen könnt, könnt ihr hier oben ungefähr, ist das, könnt ihr einen Namen eingeben. Dort gebt ihr einfach meinen Namen ein, dann kommt ihr in meine Liga. Dann können wir zusammen ein bisschen Fußballmanager tun, ein bisschen zusammen spielen, verhandeln und so weiter. Und ja... Das geht natürlich auch, wir können Nachrichten schreiben, also das geht ganz einfach. Das geht nämlich auch, selbst wenn wir nicht in derselben Liga wären, könnt ihr hier einfach meinen Namen reinschreiben und dann schickt ihr mir im Prinzip eine Nachricht. Das heißt, wir können noch chatten miteinander sozusagen und so weiter und so fort. Gut, jetzt gehen wir aber erst einmal auf die wichtigsten paar Sachen. Wir schauen uns einmal die Aufstellung an, wen wir aufstellen, weil wir haben ziemlich viele Spieler. Nee, schauen wir erst einmal kurz in den Kader hinein, ich muss erst einmal sehen, wie unser Kader hier jetzt aussieht. So. Gut, wir haben ein paar zu viele Stürmer und eher jung, das ist immer gut, weil im Training ist es so, unter 20 kann man bis zu plus 3 bekommen im Training. Von 20 bis 25 maximal plus 2. Von 26 bis 30, 29 maximal plus 1 und ab 30 gar nichts mehr dazu. Was ich hier gleich meine, werdet ihr dann später eh noch sehen. Ich muss mir jetzt mal ein bisschen den Kader ansehen. Also bis 25, sage ich, müssen die Spieler okay. Hier unser Sturm haben wir mal mit Arnautovic und Petersen und Elia haben wir 3 halbwegs wirklich ansehnliche Stürmer. Einen von den 3 möchte ich aber jetzt ein bisschen trainieren, das wird Arnautovic werden. Den werden wir als erstes mal hochbringen, sozusagen. Gut, unser Mittelfeld ist mit Junusovic, Hunt und... Puh, ja, Macchiati ist auch nicht so schlecht, aber der muss nicht sein. Ikniowski ist auch ganz okay. Fritz ist mir zu alt. Mit zum Beispiel mit... Entschuldigung, wenn ich hier jetzt wen falsch ausspreche, aber dieser Aichicek oder Aichicek oder keine Ahnung, tut mir leid. Der ist mit 19 noch sehr, sehr jung, den kann man sicher hochtrainieren, beziehungsweise Yildirim.
Yildirim, so. Kann man auch sicher sehr, sehr schnell hochbringen mit 20. Gut, wie schauen wir in der Verteidigung aus? Rödel, Gebre und Caldirola. Ganz gut. Hier haben wir einen 19-Jährigen, das ist ganz, ganz toll. Und Miliz ist mit 24 stark zu trainieren. Gut. Ist nicht wirklich der Kader, den ich mir wünsche, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. So, und jetzt müssen wir mal eine Mannschaft zusammenstellen. Ich stelle hier jetzt Wolf nur aus dem Grund ins Tor, dass wir Miliz hier trainieren können. Weil wir haben jetzt noch kein Spiel, wir sind jetzt in der Vorbereitung. Das heißt, hier kann man einkaufen, herumtun und so weiter. Hier werden wir uns auch einen raussuchen, am besten Caldirola ein bisschen hoch trainieren. Das heißt, den gebe ich schon mal fix als Ersatzspieler. Der wird aber dann unser Startspieler natürlich. Formation würde ich gerne ein 4-3-3 spielen. Das spiele ich eigentlich so gut wie immer in FTM. Wobei hier wir ein bisschen zu wenig Verteidiger haben. Gute Verteidiger, sagen wir es so. Zu wenig gute Verteidiger. Aber ja, unser Ziel ist ja auch nur 9. Das müssen wir schaffen, Freunde. Sonst werde ich ganz, ganz böse. So, warum stelle ich jetzt gewisse aus und warum gewisse innen? Woran sehe ich das? Es steht ja nur Verteidiger. Ja, ganz einfach, Freunde. Und das zwar ist das so, bei Brödel steht 7 in Angriff. Also es ist immer Angriff, Verteidigung, Durchschnitt. Angriff, Verteidigung, Durchschnitt. Angriff, Verteidigung, Durchschnitt. So, mehr Angriff heißt Außenverteidiger, wenig Angriff, Innenverteidiger. Ganz, ganz simpel im Prinzip. Und den erstellen wir dabei auch noch hier auf. Und Röcker werden wir hier als Ersatzspieler mal nehmen, weil den werden wir... Beide ist mir eigentlich nicht wirklich gut genug. Den werden wir verkaufen. Obwohl er nur 19 ist, ne, das taugt man jetzt. So, wen werden wir jetzt mal im Mittelfeld hoch trainieren? Ich würde sagen, Ekichi, den das halt, der klingt am besten mit 23 Jahren, 77, kann man sicher gut hochtrainieren. Und Junusovic mit 25 wird dann auch noch viel trainiert. So, Hand, kommt hierher, und. Das sagt man gar nicht, weil am Flügel kann er eigentlich wer mit ein bisschen mehr Angriff als Verteidigung. Das heißt, Mittelfeldspieler müssen wir uns auf jeden Fall holen. Hier haben wir gesagt, Arnautovic stellen wir auf. Im Mittelfeld geht es schnell. So. So. Arnautovic haben wir gesagt, trainieren wir. Das heißt, Petersen, Elia. Und da wird dann Arnautovic wahrscheinlich stehen. Aber dabei stellen wir halt dann mal. Den stellen wir aus. Ja, der da, Füllkrug. Sehr sympathischer Typ. Den füllen wir mit dem Krug. Ich bin ja so lustig. Gut. Das bedeutet auch, dass wir unsere ersten Spieler gleich mal am Markt aufstellen werden. Man kann maximal 4 Spieler auf dem Transfermarkt stellen. Und ich werde jetzt mal hier ein bisschen stellen. Wie viel ist er wert? 2 Millionen. Dann werden wir 2,8 Millionen machen. Wird schon gehen, das werden wir schon loskriegen. Dann Strebinger in Österreich, ich bin ja auch Österreicher, deswegen Österreicher for the win oder so, wie man halt immer sagt. Aber Streblinger Story, aber 56, du bist nicht wirklich gut, aber anders, du bist 20 und der Dings. Ach ja, ich behalte dich halt schon. Dann haben wir halt den Wolf mit 600, ist er wert, ist er nichts wert, 900. 1000 haben wir noch auf dem Markt. Ey, der ist jung, der ist gut. Der ist jung, der ist gut. Der ist jung, der ist gut. Der ist jung, der ist jung. Der ist, sind ja alle jung. Außer hier, Lukimia. Ja, dann werden wir den hier am Markt hauen, obwohl er einer unserer besten ist. Aber, tja. No risk, no fun, Freunde. So, sind das jetzt 180 oder 1,8? Ich vertue mich hier immer mit den Nullen. Das ist ein Wahnsinn, Freunde. So, hier im Mittelfeld habe ich einen guten, den ich raushauen werde. Ja, hier. Der ist mit 5 Millionen, ist so schon einiges wert. Da werden wir 5,2 so wert, 6,8 verlangen.
So. Gut, und einen können wir noch raushauen. Das wird sein. Da. Stefanovic. Ah, ich habe bereits 4 Markt. Echt? Dann habe ich noch einen Markt. Ah ja, von jeder Position einen, habe ich gesagt. Genau. Gut. So. Dann die Taktik. Oh, ich muss heute wird es ein bisschen länger, weil man am ersten Ding immer so viel macht. Tut mir wirklich leid. So. Ich habe durch viel Herumprobieren gelernt, dass die besten Taktiken die Standards sind. Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht mit Werder ein bisschen defensiver auftreten soll. Aber das werden wir schon noch sehen. Ich werde hier jetzt überall mal einen Standard belassen. Hier alles eher neutral. Warte, da kann ich mit so, so und so. Das wird einmal unsere Taktik sein. Alles ziemlich neutral. Das mit Passspiel, das weiß ich noch nicht, ob wir das wirklich so lassen. Und es ist immer ziemlich schwierig, sich die richtige Taktik gleich von Anfang an zu finden. Für Spezialisten. Das heißt, unser Teamkapitän und so weiter. So, Kapitän sollte meistens ein etwas älterer sein. Das ist einfach so, da werden wir jetzt einmal Macchiardi nehmen. Die Elfmeter sollte der schießen mit dem meisten Angriff. Das wird bei uns dann sein Arnautović. Da werde ich jetzt einmal Petersen aufstellen. Freistöße sollte ein Mittelfeldspieler machen, der auch ziemlich viel Angriff hat. Und die Eckbälle sollte ein ziemlich ausgeglichener sein und nicht der mit dem meisten Angriff. Weil der dann die Tore schießen könnte. So. Als nächstes müssen wir mal ins Personal hineinsehen. Das gibt es ja auch noch. Die kennen das Spiel, wissen ja, dass das Personal ziemlich wichtig sein kann. Besonders die ganzen Trainer. Das heißt, pro Position gibt es einen Trainer. Die sollte man sich einstellen. Dann wäre ganz praktisch derweil einmal nichts anderes. Maximal der Finanzdirektor, den könnte man einstellen. Aber den brauchen wir dabei eigentlich gar nicht. Der ist dabei nicht wirklich wichtig. Der ist dann erst wichtig, wenn wir mehr Geld haben, weil dann kriegt man Zinsen. 2% oder so. Vom gesamten Geld, was man reinwirft. So. Jetzt können wir natürlich gleich mal zum Training gehen. So sieht das dann aus. Da kann man sich dann immer pro Position einen Spieler aussuchen und jeden Tag halt trainieren. Wie schon gesagt, ich habe bereits gesagt, wie viel wer bekommen kann von der Altersklasse her. Das heißt, das hat nichts mit Wille oder so zu tun. Das ist halt Altersklasse. Und ja. Gut. Als nächstes, wir haben ja schon 6,8 Millionen, da könnte eventuell ein Spieler schon drinnen sein. Schauen wir mal auf den Transfermarkt. Ah, Shaqiri hätte ich gern. Shaqiri wäre cool. Gut. Ist aber jetzt nicht drinnen, das heißt, wir schauen uns jetzt einmal kurz um. So. In unserer Preisklasse gäbe es, ich will ja eher Junge haben, nicht wirklich so viel Interessantes, muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Eigentlich gar nichts gibt es. Das geht dann erst ein bisschen später los und müssen wir noch ein bisschen sparen, so an die 10 Millionen bekommen, weil dann wäre durchaus ein Andrijašević ganz interessant oder ein Jordi Alba oder eben Shaqiri und die ganzen. Das wurde schon ein bisschen eingekauft, also verkauft von den anderen. Und ja, jetzt müssen wir einfach warten, bis wir Geld haben. Das wird wahrscheinlich morgen schon hoffentlich sein. Ich glaube, wir haben heute wirklich schon alles erledigt. Das ist ja ganz, ganz geil. FTM war ein beliebtes Projekt auf meinem alten Kanal, das haben wirklich viele gemocht. Ich werde es diesmal durchziehen. Und da sehe ich gerade, Sponsoren haben wir noch nicht gewählt. Sponsorenfreunde muss man ja auch wählen. Wie kann ich nur die Sponsoren vergessen? Ich bin ja ein Dummkopf. Red Blue! Ja, die Namen, die gefielen mir schon damals. Und Red Blue werden wir natürlich auch nehmen. Jetzt habe ich mal 7-Nup. 7-Nup. So, dann Red Blue und Plazonatati 3. Plazonatati 3 und ui, da ist einer mit 200. Das ist Hekenine. Hekenine nehmen wir natürlich auch noch ins Ruder mit. So, Freunde. Ich bedanke mich für jeden, der auftritt und für jeden, der auch in meine Liga kommt. Wir können gemeinsam ziemlich viel machen, tauschen und so weiter, also Spieler tauschen, verkaufen. Wir können so viel tun und eines wollte ich noch ganz kurz machen.
Aber ich werde euch jetzt schon weiter verabschieden. Ich schaue noch kurz bei Bayern rein, ob wir irgendein halbwegs billiges Angebot schicken können. Bayern, 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 Munich. So. Ja, Freunde, eben danke an jeden, der in meine Liga kommen möchte. Oder der auch kommt natürlich. Wir können ziemlich viel Spaß miteinander haben und das klingt ziemlich komisch. So, Kirchhof. 4 ist er wert. Er ist 4,2 wert. Glaubt ihr, der nimmt deine 5 Millionen an? Ist der Bayern-Manager netter? Ich hoffe mal. Und Thiago Alcantara hätte ich auch gern. Den habe ich in meinem Realspielstand. So. Danke fürs Auftreten, danke auch, wenn ihr jetzt wirklich zu mir kommen wollt. Das wäre ganz lustig, weil da kann man viel Spaß haben oder mit mir chatten. Ich werde die Nachrichten ausschließlich im Let's Play vorlesen. Das heißt, ihr werdet dann auch hier im Projekt sozusagen mit inbegriffen. Weil das soll ja jeder wissen, wenn man mit mir schreibt. Das heißt, wir können gerne miteinander chatten, miteinander die Liga machen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich über das neue Projekt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in FTM. Bis dahin. Ciao, meine Freunde!